dann herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, Leute, habt ihr bestimmt schon sicherlich mal gesehen, also in meinem Kanal, Metro Vlog, und da war auch so eine Kasse im Thumbnail. Genau, das Video konntet ihr euch nicht angucken, da ich Video benutzt habe, die geschützt war. Auf jeden Fall, Leute, keine Sorge, heute wird es so ein Video nochmal geben, also so eine Art Part 2. Und um 5 fahren wir los, ist glaube ich 16:30, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall schon dunkel draußen. Und ja, Leute, wenn euch der Hintergrund gefällt, ich finde es eigentlich ganz fresh so mit dem Licht, dann schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis gleich. Leute, wusstet ihr es auch noch schon? In 4 Tagen ist Weihnachten. Hier so Bag. Leute, sogar mit Touch. Und es ist hier halt so für Berufe. Und ja. Ganz schnieke hier, ne? Gibt's was so Sachen? Also da kann man so die Sachen draufschreiben. Keine Ahnung, beim Essen oder so. Ja, hier ist dann diese Menükarten, gibt es hier überall. Und ja, Leute. Ich zeige euch jetzt gleich noch ein paar 10 Gurtgangschläge. Und hier gibt es natürlich auch Sachen, die man zu essen kaufen kann, sag ich jetzt mal. Ich hasse es, wenn jemand mir irgendwie dabei zuguckt oder so. Auf jeden Fall, ja, kann man hier auch Sachen kaufen zum Essen. Also Nahrung, sage ich jetzt mal. Der ist süß hier und bequem. Auf jeden Fall, Leute, sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, hier gibt es auch noch so, das ist mega krass, so für Suppen oder so. Hier Currywurst. Mega lollig. Hier so einpacken. Haben halt auch den bestimmten Preis. Und Leute, das kennt jeder. Pizza. Verpackung. Julüde. Zieh euch das rein. Da sind 190 Stück drin und die kosten einfach 18 Euro. Pappe ist das einfach. Pure Pappe. Pappe, Pappe, Pappe. Bis gleich. Das Geheimnis von Glidewall ist ein Luftvorhang, durch den er leise über jede Oberfläche gleiten kann. Fliesen, Parkett, sogar Teppiche. Fühlen. Wahrscheinlich, Leute, als ob ich das für 14 Euro kaufe. Ich werde jetzt erstmal hier Fahrrad fahren. Leute, hier ist einfach ein Navi. Das ist ja mega geil. Da ist immer noch wie am Fahrrad. Nice. Ich habe jetzt rausgefunden, wie das Ding angeht. Hier. Dann ist hier so ein mega geiler Knopf. Also Knöpfe. Info. Okay. Und man kann einfach Licht anmachen, Leute. Mega.
Mama, ich will die aber haben. Gummibärmaschine, Leute. Mega nice. Meine Mama will sie mir nicht kaufen. Jetzt gibt es hier noch eine Zuckerwattemaschine. Ja, Löde. Ich will sie haben, keine Widerrede. Biegt mir immer ab. Ja, Leute, nee, es gab schon eine Idee. Mati! Nein, Mama, dich doch nicht. Nein, mach ich nicht, mach ich nicht. So, Löde. Mama, wo gehen wir gleich hin zum Essen, ne? Also da bei den Essensdings, ne? Nein, zu den, wo man Essen kaufen kann. Endlich gleich. Hier gibt es einfach nochmal Marmeladen und alles. Zieht euch einfach mal Nutella rein. So ordentlich auf jeden Fall. Und nachher mache ich auch so eine kleine Häufe, was wir alles gekauft haben. Hier gibt es sogar, ich weiß nicht, wie das heißt. Kennt ihr sich, wie es diese Kekse? Dann gibt es hier noch, das ist so abgefahren hier, Leute. Halt Nutella. Und, wo war denn das? Achso, hier. Ich glaube, das ist richtig geil. Mein Bruder hat das, glaube ich, mal probiert. Hier. Das ist Marshmallow, Leute. Das geht richtig klar. Ne, Mama? Marshmallow? Das hat mir Moritz gegessen, ne? So, Leute. Und ich gönne mir jetzt noch kurz hier einen von denen. Ich weiß nicht, ob ich Maracuja nehmen soll oder Brombeere. Banane ist nicht so fresh geschaut. Ich glaube, ich nehme Maracuja, Leute. Von hinten nehme ich immer. Kostet halt 1 Euro, aber mal kann man es machen. Und ja, was ist das? Seitan aktiv, Leute. Aktiv. Ja, aber ich nehme hier Maracuja mit, ne? Die Knäcke gibt's ja auch. Schön auf dem Brot, schön auf dem Brot. Ja, hier gibt es auf jeden Fall noch viel mehr. Das werdet ihr gleich noch sehen. Und tschüss, bis gleich. Ja, vor allem ist es Winter so. Geil, Leute. Fokussieren, fokussieren. Genau. Das ist eine Zahnspange. Swaggy. Oh, hier ist ein Goldzahn. Smooth Dog. Ach, Löde. Ja, hier ist so die Fressmeide, sag ich jetzt mal. Gibt es auch noch Milch. Ja, hier. Oh, Leute. Reese's. Oh, hier. Die ist auch ganz nett, gell? Hier. Zack. Da ist Cookie-Creme drin.
Ja, Leute. Bis gleich. Ja, wir gehen jetzt auch schon gleich. Deswegen. Ja, chill hier noch ein bisschen. Und ja, ich mache halt zum Schluss noch eine kleine Haul, was wir halt gekauft haben. Hab ich ja schon gesagt. Weil ich finde an diese vegan, das ist ja vegan, also hier Veggie Leute, finde ich eigentlich ganz gut, weil die ja keine Ahnung, stellt euch mal vor, ihr frisst irgendwie restliche Sachen von Tieren, das finde ich so swaggy, deswegen nicht Haribo. Gott, yes. Ja, aber die Ohren sind schön, die sind lecker. Bleiben wir jetzt nach Hause und bezahlen jetzt. Hier ist übrigens Mentos, läuft auf jeden Fall. Und würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall noch dran. Es gibt nämlich gleich noch Haul. Und Leute, ihr merkt auch, ich zoome immer sehr nah an mein Gesicht. Ich kann das aber auch nicht ändern, weil ich im Moment noch kein Stativ habe. Aber es kommt noch, ich wünsche mir zu Weihnachten, dass dafür sind auch meine Eltern ein Stativ, beziehungsweise ein... Oh, jetzt komme ich nicht drauf, ne? War wieder klar. Ich blende auf jeden Fall hier ein Bild ein. So Leute, ich habe hier das Arizona jetzt noch. Und Leute, ich habe hier so einen Clever Snack, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Geschmack Maracuja, Datteln und Kaschif, keine Ahnung. Und Leute, das sieht aus wie Schwarzbrot irgendwie. Ja, Mama, wie Schwarzbrot. Und es schmeckt so, so komisch. So, keine Ahnung. Eigentlich Schwarzbrot, Mutti, ne? Wie Schwarzbrot. Ein bisschen komisch. Ja, Erfahrung wert. Aber diese Konsistenz, der Definition, die bringt noch nicht so den Bomber. Oh, das müssen wir mal mit Arizona so mixen, Mama. Ja, Lüde. Was soll denn da jetzt mit? Blöde. Ah, so kann man fokussieren. Okay. Ich tue das mal hier in die Kamera. Spaß. Okay. 1, 2, 3. Jo Leute, wir sind jetzt auch schon wieder angekommen. Es ist mittlerweile schon, genau, 21 Uhr. Zack, Leute, der Akku ist auch gleich leer. Deswegen machen wir es jetzt eben schnell. Ich mache jetzt noch die kleine Haul und fangen schon mal mit den Sachen an, wo wir eigentlich immer deswegen hierher kommen. Und also hierher. Zum Metro fahren. Das, diese Marmelade, es ist einfach die beste. Die beste Sorte ist Pfirsich. Davon haben wir zwar halt noch einmal Erdbeer. Dann haben wir noch so schön alten Honig, würde ich mal sagen. Ja, mein Onkel liebt Honig und deswegen würde ich sagen, weil die kommen halt Weihnachten. Dann Katjes, wisst ihr ja, beste. Dann haben wir hier Baked Potatoes, also Backkartoffeln. Das sind vier Backkartoffeln.
Das sieht ein bisschen creepy aus, aber... Jolo, dann habe ich hier Schabatterbrot. Da habe ich vier Sachen von, einmal Oliven und einmal Haselnüsse. Und Leute, dann haben wir noch Mascarpone. Und so Leute, das Beste kommt jetzt. Und zwar könnt ihr schon sehen, Tom Taylor. Ja, ich habe ja so eine Art kleines Video gemacht, in dem ich gezeigt habe, dass ich mir diese Schuhe in den Einkaufswagen gelegt habe. Und zwar habe ich mir die geholt. Die waren sogar runtergesetzt. Ja Leute, sieht ganz fresh hier aus. Warte, ich kann mal kurz das Licht ausmachen. Zack. Da seht ihr es ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob es echt Leder ist, glaube ich nicht. Aber ich finde auch diese Socken hier mega cool. Und ich finde, diese Marke ist echt gut. Und auf jeden Fall für den Preis berechtigt. Ja, Leute. Die sind mega bequem und auch mega warm. Also richtig kuschelig. Vor allem halt, wie gesagt, das hier drin. Und... ja, die passen auch gut zu meiner Jacke mit. Und ja, Leute, das war's jetzt eigentlich auch schon. Der Regel, egal. Hier. Metro ist aber eigentlich nicht so für normale Leute, die da einkaufen, sondern eher die einen Beruf bzw. ein Restaurant, die was betreiben oder so. Landschaftsgärten, alles was es gibt halt. Und die bekommen halt so eine Karte oder man kann das bewerben. Und ja, unser Nachbar hat halt ein Gewerbe, sag ich jetzt mal. Und die können uns halt immer mitnehmen. Und deswegen, ja, ist ganz fresh. Und Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns bald. In 4 Tagen ist durch Weihnachten, Leute. 4 Tage. Ich freue mich schon eigentlich mega. Und dann wird ihr noch eine Haul sehen, was ich bekommen habe. Noch ein paar mehr Details etc. Und freut euch auf jeden Fall mega auf Silvester. Denn Silvester wird es richtig cool. Ich kann euch jetzt nur sagen und ciao. Achso, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch eine gute Bewertung da wie einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich. Tschüss.